Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Warcraft 2 Tides of Darkness. Wir haben uns hier schon mal ganz gut aufgebaut und hier unten auch eine Raffinerie jetzt hingebaut, dass die Schiffe nicht mehr allzu weit brauchen bis zu unserem Hafen. Dadurch bekommen wir dann natürlich auch nochmal 25 plus an Öl. Das ist immer gut. Forschungen laufen soweit. Wir haben schon ein paar Truppen ausgebildet, da sollten wir vielleicht nochmal zusehen, dass wir gleich weitere Truppen ausbilden. Ich würde nochmal den einen oder anderen Peon ausbilden, damit der dann erstmal Gebäude bauen kann. Und ja, hier haben wir noch eine Forschung am Laufen, Berserker-Troll-Ausbildung, 1500, ja, das haben wir auf jeden Fall. Wie viele Schiffe haben wir hier von jetzt? Da können wir nochmal einen zusätzlichen bauen. Und hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Forschungen für unsere Schiffe. Bevor wir hier einen Angriff wagen, sollten wir die Technologien erstmal erforschen. Ansonsten verteidigen wir uns erstmal nur. So, was haben wir hier noch? Ja, eine Alchemistenhöhle für Zeppeline. Damit decken wir dann die U-Boote auf, die hier in den Gewässern lauern. Also eine Zeppelin bei eurer Flotte haben, ist einfach besser. So, ein Kampfpot. Können wir noch reinhauen. Und dann bauen wir hier neben mal direkt so einen noch. Und dann können wir auch Ogre ausbilden. Können wir bisher noch nicht. So, auf 4000 Gold haben wir locker sitzen. Hier unten haben wir noch eine Goldmine notfalls. Aber es sollte alles klappen. So, Axtaufwertung für unsere Berserker. Müssen auch gleich fertig sein. Und unsere Trolle-Axtwerfer werden dann zu Berserkern. Müssen wir mal gucken, ob die vielleicht auch mehr Lebensenergie jetzt bekommen. Ja, 10 mehr, immerhin. Und jetzt können wir hier natürlich noch weitere Forschungen anschmeißen. Leichtere Äxte, dann kriegen die plus 1 Reichweite. Die steigt dann auf 5. Also die Axtwerfer müssen nicht mehr ganz so nah ran an den Feind, um ihre Äxte loszuwerden. So, ich würde hier oben noch ganz gerne ein, zwei Kasernen haben, damit das Ganze ein bisschen flotter geht mit der Ausbildung. Können hier schon mal ein paar Grunzer wieder ausbilden. Die lassen wir vielleicht zur Verteidigung hier. Ansonsten, ja, gucken wir mal, wie das Ganze nachher aussieht. Ja, ansonsten, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Noch einen Kampfpot ausbilden. Und die Schiffspanzerung verstärken. Ja, hier gilt das für alle Schiffe wohl. Das ist natürlich auch ganz nice. Da mal hin. Du kannst mal mit Holz sammeln. Ich würde nochmal einen zweiten Zeppelin bauen. In Ordnung. So, wir brauchen noch mehr Transportschiffe. Ja, die Kampfkötte lassen wir vielleicht erstmal hier. Da würde ich vielleicht erstmal nur mit denen uns auf die Suche machen nach feindlichen Schiffen. Schiff fertig gebaut. Zu wenig Nahrung. Das ist kein Problem, hier oben haben wir Platz. So, dann haben wir nämlich hier noch einen Zeppelin. Kannst du hier mal ransetzen? Dann, ja, wir brauchen Nahrung. Ich vergaß. Was haben wir hier? Berserker Erholung. Das heißt wohl, dass sie sich dann regenerieren mit der Zeit. So, weiter hoch. Da müssen wir jetzt ein bisschen nachrüsten. Ich weiß gar nicht, wo das Einheiten-Cap nachher ist.
Immer ich. 6 für Schaden. Ja, da geht noch mehr. Was haben wir denn hier noch drin? 16.500. Ja, wenn wir natürlich schaffen, den Hafen vom Gegner zu zerstören, dann umso besser. Hier vielleicht nochmal einen Zeppelin zur Erforschung dann ausbilden. So, hier oben bauen wir weitere Höfe. Erledigt! Schiff fertig gebaut! Hier bin ich! Die Stimme hier von dem finde ich klasse. Ja, machen wir uns mal ein bisschen auf den Weg hier, auf die Suche nach Gegnern. Oh. Also Goldmine ist platt. Das heißt, wir brauchen ein neues Haupthaus. Da reicht dann so ein ganz normales hier. Können wir hier schon mal hinsetzen vielleicht. So, und ihr sammelt in der Zeit schon mal. Dann ist der Weg zwar erstmal ein bisschen länger, aber das nützt dann nichts für den Anfang. So, passt hier hinten noch eins hin? Nee. Ja, ich glaube, das reicht aber auch erstmal. Da bauen wir vielleicht nochmal einen hin und dann ist das, glaube ich, erstmal in Ordnung, Leute. Was haben wir, dieser Boss? Okay, was wollen Sie nun? Okay. Was haben wir? In Ordnung. In Ordnung. Glaublich. Ja, hat das nicht geklappt? Achso, dir fehlt das Gold. Ihr Befehl, ihr Meister. Befehl, Meister. 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 Wie viel haben wir jetzt hier? Da kann noch ein Troll dazu. Und ansonsten hier Gold sammeln. Gold wird gerade Engpass. Naja, bei dem langen Weg ist das ja nicht verwunderlich. Mach hier mal weg. Damit der Weg einfach zu dem Haupthaus wieder da ist. Erledigt. So, noch ein Häuschen. Kleinen Hof. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal genug Einheitenlimit wieder, was wir verbraten können. Ja, jetzt fehlt uns Gold, Leute. Dauert ein bisschen. Jetzt haben wir schon mal 2 Gruppen dann fertig für den Übergang. Da würde ich nochmal ein drittes Transportschiff dann bald bauen. Ein bisschen das Öl im Auge behalten. 10.000. Eigentlich mehr als genug. Du bist der Captain! Was haben wir denn? Na ja, toll, jawohl. Was ist denn dieser Boss? So, okay, jetzt die Gruppe 3. 2 und 3 okay, haben wir jetzt. Okay. Immer noch die Berserker-Weitsicht. Zu wenig Gold. Ja klar. Hast recht. Immer ich, du bist der Captain. Immer ich, du so, ich glaube, das ist eine gute Größe. Der Zeppelin kann immer vorne wegfliegen. Du bist der Captain. Du bist der Captain! Mit Vergnügen! Ahoi! Schiff fertig gebaut! Ahoi! So, und dann machen wir hier, sichern wir schon mal die Ölvorkommen. Sie greifen uns an! Wir sind der Captain! Du bist der Captain! Du bist der Captain! Ich hoffe, hier gibt es keine U-Boote jetzt auf dem freien Meer. Ach,
Ich glaube, das war schon. So, ich würde vielleicht schauen auch, dass wir den Zeppelin hier auf jeden Fall bei den Booten lassen. Falls dann doch mal einer kommt und mit dem schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Schaut mal, hier ist zum Beispiel einer. Ja, komm, machen wir noch ein paar Kampfpötte für dich. Würde ich sagen. Ah, schaut mal hier. Du bist der Captain. Sie greifen uns an! Immerhin mit Vergnügen. Oh, was haben wir denn hier unten? Ein kleines Außenlager. Das wäre natürlich schön, wenn wir hier mal kurz landen können. Das heißt Außenlager, das scheint sogar die Hauptbase zu sein. Schiff fertig gebaut! Immer ich erholen! Okay, hier werden keine Schiffe ausgebildet. Du bist der Captain, Miss Zumindest scheinbar nicht. So, wichtig, dass der Zeppelin hier beibleibt. Du bist der Captain, sie greifen uns an! Ja, ich glaube, wir brauchen ein paar neue Zerstörer. Liebe der Captain, so, kappt mal die Ölversorgung hier vom Feind. Immer ich, du bist der Captain, Miss Vergnügen. Ah ja, da ist schon der Hafen. Erholen! Müsst auch treffen. Du bist der Captain, erholen! Das ist nicht so viel. Ja, schau mal, da kommt schon der nächste raus. Du bist der Captain, sie reißen uns an! Immer ich, du bist der Captain. Ah, okay, da kommt noch einer. Ah, Mist, da kommt eine Balliste. Okay. Alles gut. Kommt mal hierher. Muss die Balliste ein bisschen austricksen. Und da kommt das erste U-Boot. Wir brauchen wieder Zerstörer. So schnell kann es gehen. Du bist der Captain, immer ich. Du bist der Captain. Dass sie immer nicht reagieren, ne, wenn ich sage, dass sie jemand anderen angreifen sollen. Du bist der Captain, immer ich. Alles klar, zieh du dich mal zurück hier. Okay, da müssen wir doch mal schauen, wie wir das dann am besten machen. So. Oh Leute, was ist denn hier los? Meister! Ja, Meister! Ja, Meister! Ja, warum greift ihr denn nicht an? Wir hätten hier mal eben unsere Produktion vernichten können. Sie greifen uns an! Ja, unsere Ogre sind ganz schön stark. Dass wir die mal hier auf der Ecke so Weitsicht erforschen. Ja Leute, wir haben kein Holz mehr. Was machen wir denn da? Sollen wir vielleicht mal ein paar Leute rüberholen? Bereit, Meister, aber ich. Okay, einige unserer Peons sind wahrscheinlich gestorben. Wir brauchen neue Zerstörer. Liebe der Captain! Du bist der Captain!
Starten wir mal den nächsten Angriff. Schicken natürlich den Zeppelin mit. Ich sehe schon kommen, Leute. Dass hier unsere Kampfköttel dicke Untergang geweiht ist, wegen diesen blöden Ballisten. Ja, schieß auf den bitte, genau. Okay. Sie leiden uns an! Darauf. Leute, ich würde sagen, wir starten den ersten Angriff. Da müssen wir jetzt ein bisschen. Hinterher sein. Wir sehen natürlich die ganzen Paladine. Die heilen immer fleißig. So, direkt Rückzug hier mit dem. Du kannst auch noch mal ein paar Leute abladen. Oh, das ging schnell. Ach Leute, ist das schade. Okay, da sollten wir vielleicht eher auf... okay, die Türme machen auch viel Schaden hier noch. Ja, Kampfpötte machen auf jeden Fall einen guten Schaden, aber... wenig Holz. Oh, 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 oh. Du bist der Captain. Hier unten haben wir noch Holz. Dann lass uns doch hier unten erstmal weitermachen. Sie greifen uns an! Ja, schieß ruhig. Ahoi! Fertig zur Arbeit, Mr. Okay, du dann nicht hier. Du bist der Captain. Ja, Leute, dann müssen wir da dieses restliche Holz nochmal noch abbauen. Da so, zumindest ist der eine Hafen hier schon mal weg. Das ist ja auch schon mal viel wert. Fertig zur Arbeit. Ja, Meister. Alles klar. Immer ich. So, das, ja, okay, zu spät. Du bist der Captain. Bleib aber mal ruhig mal hier. Das ist okay. Was ist mit dem Öl? Kein Öl mehr. Warum geht ihr da trotzdem hin? Das verstehe ich nicht. Ich hab gesagt, ihr sollt hier hinten bleiben. Ja, Leute, das war doch ein bisschen so ein Griff ins Klo hier, das Ganze. Schade. Wir haben gut Ressourcen gelassen jetzt bei dem Krieg hier. Fertig zur Arbeit. Du bist der Captain. Fertig zur Arbeit.
Okay, lass uns mal ein paar Grunzer ausbilden. Gold haben wir auf jeden Fall genug. Das ist so das Thema. Ein paar Peons vielleicht nochmal. Und die schicken wir dann rüber zur Nachbarinsel und da bauen wir uns dann ein bisschen. Bauen wir uns dann ein bisschen auf mit Sägewerk und so einem Kram. Dann haben wir hier nochmal eine Goldmine zur Not. Gut, Leute. Würde ich sagen, schaltet dann gerne wieder ein zur nächsten Folge. Ich denke mal, da werden wir den Sack zumachen in der nächsten Folge. Ich hoffe es zumindest. Ist doch ganz schön stark hier, die Truppe. Aber ich glaube, wir müssen wirklich nur hierher den Runenstein entwenden und dann haben wir das. Ja, würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.